Herzlich willkommen zu einer weiteren Tutorial-Folge auf unserem Kanal. Endlich sind wir mal in Game und ich darf euch mal hier ein bisschen weitere Menüs zeigen im Spiel selber. Und zuallererst, mein Name ist Bluefire aka Dennis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und vor allem auch noch dranbleibt, weil das Tutorial ist ja noch lange nicht vorbei. Es gibt noch so viel zu zeigen. Klar, die ersten Tutorials, tut mir auch leid, die Quali war nicht gut. Es wird jetzt nur noch besser, versprochen. Und wir gehen jetzt hier auf jeden Fall rein und ich möchte als allererstes anfangen mit den Wegen. Ich weiß, es gibt so viele Tutorials oder Videos, wo es Wege zu finden gibt oder sonstiges, aber es gibt dennoch den einen oder anderen vielleicht von euch, der noch keine Ahnung von Planet Coaster 2 hat, der noch selber nicht im Spiel war. Deswegen bist du hier genau richtig, um dir zu zeigen, wie das hier so richtig funktioniert. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze und zwar mit hier unten der Option Wege. Wir haben direkt ein großes Menü zur Auswahl, wo wir dann verschiedene Möglichkeiten an Funktionen benutzen können. Also, als erstes haben wir hier eine Linie zu erstellen, oder Linienersteller, sagen wir mal. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann macht er mir halt die typische Linie geradeaus. Und ich kann die halt auch breiter machen. Das kann ich machen. Oder ich kann aber auch als feste Länge sagen, mach mir die auf 24 Meter und ja, dann passt er mir die auf 24 Metern an. So viel dazu. Das wäre jetzt das Linienersteller-Tool. Dann gibt es noch das Klassische, indem wir einfach am Terrain und Stil am Boden bleiben, hängend, automatisch oder halt am Boden bleiben. Ich bleibe am Boden, mache meine Breite auf 5 und die Länge machen wir mal auf, ja, machen wir mal 10 Meter, das reicht ja. Und jetzt passt er mir das halt auch wieder an und das ist halt dieses klassische System, wie auch beim ersten Teil, also, oder wie beim ersten Menü auch, Linienersteller, also es ist tatsächlich nichts anderes. Wir können hier halt noch die Kamera einstellen. Wir können die Winkelausrichtung noch ändern, wir können zusammenfügen, einstellen. Ja, also wir können das mit der Kamera drehen oder nicht. Bewegt sich frei, das heißt, sie bewegt sich nicht mit. Ja, oder wir gehen hin und Kamera halt folgt. Folgt, genau. Und dann folgt sie halt automatisch mit. Oder ich sag, sie soll sich mitdrehen. Und dann dreht die sich halt tatsächlich überall in jeder Achse mit. Ist für mich jetzt ein bisschen doof. Ich mache sie meistens aus, weil ich es so einfach übersichtlicher finde. Mit STRG Y mache ich natürlich alles wieder rückgängig, wie beim ersten Teil auch. Da hat sich nichts geändert. Wir können hier die Arbeitshöhe ändern auf bestimmte Meter. Wir können uns hier bis auf 100 Meter hoch setzen und die Höhe einrasten lassen. Was das jetzt genau ist mit der Höhe, ich weiß auch nicht. Also ich kann auch mit der Shift-Taste hoch und runter. Und wenn ich jetzt hier hoch gehe, kann ich jetzt einmal klicken und dann bleibt die auch auf der Höhe und kann dann meinen Weg so hoch bauen. So, jetzt haben wir natürlich hier das Problem. Jetzt haben wir hier ein Terrain. Und ich glaube, wenn ich das jetzt hier ausschalte, dann ist das Terrain weg. Ja, also macht er automatisch. Wenn ich jetzt hängend wieder sage, war das hängend? Nee, das war am Boden. Genau. Wenn ich am Boden mache, dann macht er mir halt einen Boden noch darunter. Was durchaus cool ist, weil jetzt komme ich eigentlich schon in den nächsten Punkt, Terraforming hingehe und sage jetzt ziehen nach oben. Ich mache mal Stärke 100, dann geht das alles ein bisschen schneller. Wir kommen noch nicht in Terraforming, aber dann kann ich eine Brücke bauen. Aha,
Jetzt wisst ihr, was man so machen kann, gell? Das heißt, jetzt habe ich hier eine kleine Brücke gebaut. Also man kann schon vorab so die Wege und so bauen. Man kann sagen, Boden ausschalten, wieder Boden machen und man macht sein Terraforming dann so dran. Und dann habe ich eine wunderschöne Brücke, wo dann die Fußgänger unten drunter oder die Achterbahn oder ein Flatride ist oder. Ihr seid vollkommen frei, ihr könnt auch dann... Jetzt bin ich im Terraforming, wollte ich eigentlich gar nicht. Ein See machen, Beispiel. Ja, aber das Terraforming kommt noch. Dann gehen wir hier nochmal tiefer in die Materie ein. Und da gibt es auch so das ein oder andere Trickchen bei Terraforming. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und wir bleiben aber jetzt hier weiter im Wegetool. Und das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache, finde ich. Mit dem klassischen Weg, dass man das sagen kann, am Boden. Ich mache automatisch, dann habe ich keinen Boden dran. Und ich kann halt hier sagen, Winkel war, was war das nochmal? Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, weil ich kann mir das jetzt gerade auch nicht erklären. Weiß ich nicht. Also Winkel weiß ich jetzt nicht, was sie damit meinen. Ob Quadrat oder Winkel, kann ich jetzt zu nichts sagen. Auf jeden Fall haben wir hier dieses Menü klassische Wege. Da kann man einiges einstellen, genauso wie halt bei Linienersteller. Es ist im Endeffekt nichts anderes wie auch klassisch. Ich glaube, beim klassischen kann man mehrere Positionen einstellen oder so. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher, wie das so funktioniert mit Linien, also was die zwei Unterschiede sind bei den ersten zwei Menüpunkten, sag ich mal. Kommen wir aber zum einem richtig coolen Tool, und zwar zum Zeichnen-Werkzeug. Und zwar können wir jetzt hier eine Linie erzeugen, indem wir halt sagen, wir wollen jetzt hier von der Ecke aus, der kann das auch automatisch nehmen. Und jetzt kann ich hier eine Linie ziehen und sage jetzt, so, da soll er eine Ecke hinmachen, da. Und dann soll er mir die, na, jetzt hat es nicht gemacht. Vorführeffekt. Das ist so typisch. Nochmal. Das ist ein Klassiker. So, jetzt haben wir es. So, ich kann eine Linie erstellen und dann baut er mir den Weg dahin. Was ich blöd finde ist, sobald ich das gemacht habe, ich mache es nochmal, dann, jetzt machen wir es so und so. Okay, also manchmal geht das Menü weg und manchmal bleibt es. Gerade eben ist es einfach weggeploppt, warum auch immer, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das ein richtig cooles Tool. Wir können auch Kurven machen. Wie ihr seht, ich kann so ein bisschen mit der Maus drehen. Und das so ein bisschen anpassen. Und jetzt kann ich sagen, hier abschließen. Und dann haben wir einen wunderschönen Plaza gebaut. Schön ist anders, aber es ist richtig cool und easy. Kann ich nur empfehlen, wenn man jetzt die ein oder anderen Stellen noch mit Wegen bebauen will, wie jetzt hier zum Beispiel, die Ecke will ich jetzt hier zu haben, kann ich auch mit einem anderen Tool machen, kommen wir jetzt gleich zu, aber ich kann es auch hier mitmachen. Na gut, jetzt habe ich noch die Kurve drin, ne? Hoch und dann hier so und dann habe ich es zugemacht. Ja? Ich kann das mit dem Zeichentool wirklich super easy machen, indem ich halt hingehe. Und ja, das war jetzt doof. Machen wir nochmal. So, ich will das da anschließen. Das soll mir da anschließen und zack, habe ich die Ecke zugemacht zum Beispiel. Genau, das ist das Zeichentool, ist eine coole Sache. Ist noch ein bisschen verbesserungswürdig tatsächlich, aber es ist cool auf jeden Fall.
Wir haben jetzt auch noch einen Stempelersteller. Dort können wir auch einen wunderschönen Easy Plaza bauen. Und zwar, wenn ich jetzt hingehe und sage, ein Achteck möchte ich haben, dann kann ich hier sagen, die Stempelgröße auf 3 setzen. Und zack, habe ich schon einen riesigen Plaza gebaut, wo ich den natürlich erweitern kann. Und ich kann meinen Stempel wirklich riesengroß... Ah, jetzt macht das... Ja, das verstehe ich auch nicht, dass sie das nicht... Weil ich hier irgendwie komisch auf den... Ja, da... Dann macht er mit einer Erhöhung automatisch. Das ist das, was so ein bisschen doof ist. Deswegen hängend war dann ein Loch bauen in die Erde. Und automatisch ist dann halt wirklich auch automatisch. Also wie ihr seht, ich kann direkt hier komplett einen Weg bauen. Und jetzt macht er mir das nicht. Punkt am Docken. Kann ich auch ausschalten. Rotationsausrichtung kann ich 15 Grad machen. Das heißt, wenn ich die Y-Taste drücke, dann kann ich auch meinen Weg drehen. Ist jetzt bei einem Achteck vollkommen egal, wie ich es drehe. Es bleibt immer gleich. Arbeitshöhe aus habe ich eigentlich eingestellt. Macht er aber nicht. Irgendwie, ich verstehe das so noch gar nicht so ganz. Ist ja auch für mich jetzt alles noch ein bisschen neu. Es gibt auf jeden Fall jede Menge coole Sachen, die man bei Wegen jetzt machen kann. Ist jetzt auch nur zu Testzwecken hier. Also ich mache jetzt hier nichts Schönes. Ich will euch das nur mal zeigen. Und dann haben wir noch ein... Ja genau, das war dann der Stempelhersteller. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, Stempel zu setzen. Wir haben ein Fünfeck. Wir haben ein Sechseck, warum macht er mir jetzt ein Raster beim Sechseck? Auf jeden Fall macht er mir beim Quadrat auch ein Raster. Okay, anscheinend kann ich beim Quadrat und beim Sechseck ein Raster bauen. Ein Raster bauen nach Maß. Wer es mag, gerne. Aber ich kann ja auch Stempelraster ausschalten. Jetzt will ich wissen, geht das hier auch? Ne, hier kann ich es zum Beispiel nicht einschalten. Das geht hier nicht. Beim 6x schon. Okay. Und dann Punkt abdocken ist halt, soll er das dann da dran andocken oder nicht? Wenn ich es jetzt ausschalte, dann kann ich hier frei bewegen und er macht es nicht. Ich finde es cool, wenn er so ein bisschen andockt. Dann hat man so ein bisschen Struktur da drin. Und kann so ein bisschen was machen. Arbeitshöhe aus, zusammenfügen. Weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, was das bedeuten soll. Kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Auf jeden Fall kann man hier diese Ecken mit diesen Stempeln auch wunderbar zumachen. Ohne das Zeichentool jetzt zu benutzen. Genau. Und die Größe haben wir schon besprochen. Gehen wir weiter zum Rundungswerkzeug. Ist auch eine ganz coole Sache. Denn jetzt kann ich hingehen und sagen, soll man die Ecken hier ein bisschen rund machen. Also man sieht so ein bisschen diese helle Form. Da kann man schon ein bisschen erahnen, wie diese Rundung aussehen soll. Oder er automatisch macht. So kann man das ein bisschen erkennen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, aber hier kann man das... Ja, ich kann mit der Maus halt nicht rum. Aber ich denke mal, man sieht das so ein bisschen. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann passt er mir das genau auf diese Form an, wie das helle gerade abgebildet ist. Ja, ich kann die Stärke ändern. Jetzt haben wir hier schon... Jetzt macht er mir das da rund. Hier macht er mir nichts rund. Also das macht er nicht perfekt tatsächlich. Nicht überall so ideal. Ja. Hier macht er mir jetzt zum Beispiel gar nichts an der Ecke. Wir können die Pinselgröße ändern. Und das alles so ein bisschen runder darstellen. Manche Ecken macht er mir tatsächlich nicht rund, ne? Weiß aber jetzt auch nicht, woran das liegt. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Tool. Ich meine, wenn man jetzt so einen Weg baut, wie ich hier gemacht habe, ist das natürlich doof. Aber vielleicht, wenn wir hier die Rundung so ein bisschen nehmen, kann er mir das vielleicht ein bisschen anpassen. Ah, das sieht schon ein bisschen angenehmer aus. Genau, also wir können dadurch unsere Rundung ein bisschen
verfeinern. Hier macht er jetzt nichts. Naja, gut, die ganzen Ecken macht er tatsächlich nicht so schön sauber. Anpassungspinsel. Male über den bestehenden Weg, um seine Textur und Farbe zu aktualisieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann kann ich, dann habe ich diesen Pinsel genommen. Also mal angenommen, ich habe ja hier verschiedene Wege zur Auswahl. Und mache jetzt einfach mal meinen Stempel. So. Und gehe jetzt auf den Pinsel. Und ich sage jetzt, ich möchte die Textur jetzt dafür benutzen. Ja, also ich kann tatsächlich hier verschiedene Wege in einem bauen oder Texturen einfügen. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Und ja, hier habe ich halt verschiedene Möglichkeiten, was auszuwählen. Und Bearbeitungswerkzeug kann ich jetzt hier die ganzen Sachen auch nochmal bearbeiten. Habe ich tatsächlich so noch nie benutzt. Kann ich jetzt nichts mit anfangen tatsächlich. Aber wenn man, glaube ich, ein bisschen geübt ist, hat man hier so ein bisschen Möglichkeiten, das ein oder andere zu machen. Also ich kann das hier so noch ziehen. Das weiß ich. Und ich kann auch so die Wege spitz machen und ich kann hier alles Mögliche machen. Also wir können jetzt hier im zweiten Teil Wege bauen. So Wege gibt's gar nicht. Sag ich mal. Wo grad so lapp. Gehen wir mal in den Reiter Warteschlangen. Also ist dann halt nichts anderes wie auch in dem Wegetool. Die ersten zwei klassisch und Linienersteller im Endeffekt und halt nochmal der Anpassungspinsel. Ja, ja, haben wir halt einen Warteschlangen, können wir dann halt bauen und der hat direkt auch schon die Zäune dran, automatisch. Und wir können jetzt auch neuerdings, weil wir auch Stromgeneratoren und Wasserversorgung haben, diese müssen dann auch von Mitarbeitern erreichbar sein. Und da haben wir dann auch tatsächlich die ganze Möglichkeit, wie auch bei dem Wegetool, die ganzen Optionen zu benutzen, was wir gerade mögen und wollen. Gehen wir weiter zum Stil. Bei Personalweg haben wir leider nur ein Stil. Wir können allerdings aber auch die Farbe anpassen. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dieselben Texturen wie beim normalen Weg auch zu haben. Muss aber auch sagen, dass ich es schade finde, dass wir tatsächlich so wenige Texturen haben, was Wege angeht, ja. Wir haben es die verschiedensten Arten. Ich glaube, ich gehe auf Stempel, ist einfacher. Verschiedene Arten an Wege-Tools. Aber es sollen ja noch ein paar Updates kommen. In der Hoffnung, also ich hoffe sehr, dass dann pro DLC dann nochmal irgendwie ein typischer Stil, dass es nochmal einen typischen Stil gibt, den man auswählen kann für dann, was weiß ich, jetzt kommt Grusel-DLC und dann haben wir irgendwelche Gruselwege oder so mit Laub bedeckt oder so. Das fände ich eigentlich ganz cool, wenn es sowas geben würde. Ja, also wie gesagt, wir haben hier die verschiedensten Texturarten und manche können wir auch dann nochmal farblich ändern, indem wir halt hier bestätigen, dann haben wir eine andere Farbe. Oder ich kann auch hier die Steinform ändern. Pink, orange, jetzt machen wir es ganz wild. Blau und nehmen wir noch gelb. Dann habe ich jetzt diese Musterfarbe. Ja, also ich kann wirklich alles hier abändern. Sofern möglich. Genau, das waren eigentlich schon so, ich gehe nicht jetzt in alle Details rein, was für Wegestils es gibt. Allerdings, was ich cool finde, was eine
auch eine absolute Erneuerung war zum ersten Teil, muss ich tatsächlich sagen, ist Geländer und die Mülltonnen. Die kann ich jetzt automatisch sagen, fügt mir die direkt dabei. Oh, ich glaube, ich muss mal ein paar Wege löschen hier. Ich glaube, die haben das Löschen auch wieder begrenzt, ne? Natürlich. Ja, ein paar Wege brauchst du noch gleich fürs Löschen. Gehen wir einfach mal hier rüber. Wir sagen jetzt, wir wollen ein Geländer und Befestigungen hinzufügen. Egal. So, jetzt habe ich doch. Ich habe doch das hier ausgewählt. Quadrat. Jetzt macht das. Okay. Also wir haben die Möglichkeit, direkt hier Geländer dran zu machen. Ich habe auch die Möglichkeit, verschiedene Geländer direkt zu benutzen. Und ich finde das eigentlich ein ganz cooles Tool. Leider gibt es für mich viel zu wenig Auswahl wieder an Geländern. Da würde ich es einfach ausschalten und tatsächlich sagen, ich mache das selber. Jetzt, was ich auf jeden Fall sehr cool finde, ist, es funktioniert aber nur beim klassischen Weg, die Mülltonnen. Weil jetzt kann ich hier Weg, also wenn ich jetzt nochmal, weil ich sage, es geht nur dabei, wenn ich jetzt hier beim Stempelersteller bin und ich gehe da drauf, kann ich hier die Option nicht auswählen. Das geht nicht. Deswegen muss ich in den klassischen Weg gehen. Ich glaube, beim Zeichnen geht es auch. Nee, beim Zeichnen geht es tatsächlich auch nicht. Also nur der klassische Weg ist dafür geeignet, sag ich jetzt mal. Also ich kann jetzt hier auf Wege-Extras gehen und sage ein. Und dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sagen, auf beiden Seiten einen Mülleimer hinstellen. Ich kann sagen, abwechselnd, also mal rechts, rechts, links, links. Also der macht das automatisch. Oder ich kann sagen, nur links. Oder ich kann sagen, nur rechts. Oder ich kann sagen, beide. Wie vorhin schon gesagt. Und dann kann ich hier noch den Abstand wählen. Auf, ich denke mal, das ist ein Meter. Wir machen mal auf 4 Meter. Und wir haben auch die Bänke. Möglichkeiten, Bänke zu setzen und halt Mülleimer. Ich nehme jetzt einfach mal einen Resort-Mülleimer und da seht ihr schon, auf beiden Seiten kommt der Mülleimer zum Vorschein. Jetzt macht er es aber natürlich bei jedem Weg. Jetzt gibt es aber hier auch noch die Option zu sagen, ich gehe auf 9 Meter. Achso, ne, das ist die Breite. Entschuldigung. Ich habe mich gerade selber gewundert. Und dann macht er mir halt wirklich auf die komplette Strecke die Mülleimer. Ist ein bisschen blöd. Deswegen würde ich immer, wenn man sowas machen möchte, tatsächlich abwechselnd machen und die Abstände auf 10. Dann hat man das ein bisschen strukturierter. Ja, dann sieht das ein bisschen angenehmer aus, wie ihr jetzt sehen könnt. Also wenn ich hier auf 4 lasse, dann macht er es wirklich auf... Dann macht er super viele... was ja auch irgendwo nicht verkehrt ist, aber zu viel ist zu viel. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Bänke zu positionieren. Ja? Da können wir auch wieder auf 8 Meter gehen und ja, uns die Bänke automatisch setzen lassen. Finde ich ganz nice, weil man hat meistens auch keinen Bock, die ganzen Bänke zu bauen und die Mülleimer und so weiter und so fort. Ist echt ein bisschen nervig. Was ich aber noch nicht probiert habe, war, ob man die Bänke tatsächlich auch einfach löschen kann. Wenn ich mir jetzt hier die 7 nehme. Doch, die kann ich auch einzeln löschen. Aha. Okay, gut. Seht ihr, das habe ich, das habe ich noch gar nicht probiert. Aber ja, es geht. Jetzt wart ihr mit dabei. Sehr gut. Genau. Also wie gesagt, das kann man nur einstellen, wenn wir jetzt hier auf klassisch gehen. Da haben wir, ich glaube, auf Linienersteller auch. Ja, also Linienersteller und klassisch sind ja eigentlich ein und dasselbe. Und wenn ihr klassisch einstellt und ihr wollt die Mülleimer sowie Bänke automatisch bauen, dann würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall auf 8 oder 9 Meter zu gehen. Und auf jeden Fall abwechselnd zu machen, ja.
Ihr könnt ja dann auch hier einstellen. Ihr müsst, glaube ich, selber gucken, wie es für euch am besten passt. Jetzt macht ihr mir das nur so. Auf eine Seite. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn man das so auf eine längere Distanz macht. Dann sieht das ein bisschen angenehmer aus. Man kann auch hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt einmal Mülleimer und dann mache ich einmal Bänke. Dann mache ich wieder Mülleimer. Nehmen wir die Mülleimer, ist egal. Und dann gehe ich wieder auf Bänke. Also so kann man es ja ein bisschen machen. Und im Nachhinein ist es einfacher, die Sachen zu löschen, als wie die ganzen Mülleimer automatisch zu setzen. Aber es ist ja jedem sein eigener Geschmack, wie er es am besten findet. So, das war jetzt das Tool schon Extras anpassen. Und wir gehen jetzt mal rüber zu Löschen, weil das ist auch nochmal eine richtig, richtig coole Sache. Wir haben einen Löschpinsel. Und dieser Löschpinsel kann halt alle Texturen, die wir irgendwie reingezimmert haben, direkt löschen. Oder halt, ich kann gedrückt halten die Maus und dann kann ich markieren und löschen. Richtig, richtig cooles Tool. Weil so kann ich tatsächlich gucken, was soll er mir löschen. Weil ich kann auch den Pinsel kleiner machen, dann habe ich es noch einfacher. Und kann ein bisschen genauer dann löschen, wenn ich jetzt irgendeinen Weg anpassen will oder so. Ist ein cooles Tool, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann natürlich die Pinselgröße auch übertreiben und löschen, so viel ich mag. Und mein Lieblingstool ist tatsächlich der Stempel-Lösch-Werkzeug. Dort kann ich dann auch wieder zwischen Quadrat, Sechseck, Achteck und Fünfeck auswählen, meine Stempelgröße auswählen. Und ist ein ganz cooles Tool, weil jetzt können wir hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier meinen Plaza gebaut und möchte aber hier rausstanzen, weil ich hier möchte ich ein Flatride bauen oder ein Blumenbeet oder ein Brunnen oder was auch immer. Dann kann ich das hier ausstanzen. Ist auch ein ganz, ganz cooles Tool. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Tool. Nochmal. Und mir gefällt das eigentlich recht gut. Deswegen, ich bin sehr erfreut, dass es tatsächlich so viel Optionen gibt, was Wegebau angeht. Und ich habe es mit euch jetzt nur angeschnitten. Es gibt natürlich noch die verschiedensten Arten, wie man Wege bauen kann, was am sinnvollsten ist oder sonstiges. In diesem Teil, so wollte ich euch nur mal zeigen, für diejenigen, die das Spiel halt nicht haben, für die das Spiel haben, die haben das schon lange ausprobiert, was man alles mit den Wegen machen kann. Und in diesem Teil soll es wirklich nur für die gehen, die Planet Coaster vielleicht noch nicht gekauft haben und noch nicht wissen, ob sie es kaufen sollen. Habt ihr mal so einen kleinen Überblick, was Wege angeht. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und für einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Dann gehen wir mal ins Terraforming. Viel Spaß. Ciao. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert uns an.